looking for a sunny day for me. Oh, I'm driving my life away, looking for a better way. Well, the track stopped. Just a baby. Hey, waitress, pour me another cup of coffee. Pop it down, jack me out, shoot me out. I'm flying down the highway, looking for the morning. Oh, I'm driving my life away, looking for a sunny day for. Ja, bis zum letzten Ton wollen wir das auskosten. Die Gruppe ist gut drauf, das haben wir jetzt schon in den Minuten hier gemerkt. Bekannt der Titel, sicherlich auch manch einem und vielleicht auch das eine oder andere Gesicht der Gruppe bekannt. Wir werden sie jetzt nacheinander vorstellen, jeden einzelnen Musiker, damit jeder zu seinem Recht kommt. Und ich fange mal mit dem Bob Lander an. Er ist, glaube ich, derjenige, der uns am meisten erzählen kann über die Gruppe. Denn man muss einfach mal zunächst feststellen, wer oder was ist Papa'O. Bob, you're the one who is with the band the longest. Just tell us in a few words who or what is Papa'O. Papa'O is an outcome from the Spotnicks. Well, it's a development of the Spotnicks, yes. Da ist das Geheimnis also schon gelüftet, so ein großes war es sicherlich nicht. Einige davon oder alle haben irgendwann mal bei den Spotnicks mitgespielt und Papa'O ist also so ein gewisser Ableger von den Spotnicks, kann man sagen. Ich will ihn jetzt mal fragen, er ist, glaube ich, Gründungsmitglied der Gruppe gewesen. Bob, when did you found the Spotnicks? You were with them from the very beginning, I think. Yes. Well, we formed the Spotnicks around 1960, but we started to play 1958. But the Spotnicks as a name came in 1960. Also seit 1958 haben sie zusammen gespielt schon und der Name Spotnicks, den gibt es seit 1960 und die Gruppe ist sehr erfolgreich gewesen. Wir wollen nicht zu viel in der Vergangenheit jetzt rumforschen, aber die Frage ist natürlich, warum hier in einer Country-Sendung? Denn die Spotnicks haben ja früher zumindest nicht das gemacht, was man damals als Country so bezeichnen konnte. Bob, Country Music and the Spotnicks. In the beginning, I think nobody would have said that the Spotnicks are playing country music. No, because it was a new kind of country music. Spotnicks always had a country influence in their music, and it's a country rock with some instrumentals, slow ones, but then of course a lot of tempo in. So today it is country. Also heute ist das, was die Spotnicks früher schon gemacht haben, würde man größtenteils auch als Country bezeichnen. Es war eine neue Art von Musik, mit denen die Gruppe sehr erfolgreich geworden ist. Und da war immer sehr viel Country-Feeling, Country-Einfluss drin. Ich erinnere mich noch an die Olympischen Spiele 1972 in München. Da gab es einen Wettbewerb bei uns in der ARD im Fernsehen. Und da gab es eine Hintergrundmusik von den Spotnicks, die dann zu einem Riesenhit in Deutschland geworden ist. I don't know if you are familiar with the story of If You Could Read My Mind in Germany. We had the Olympics 72 in Germany, and they had a contest on TV. They wanted to have Miss Olympia being elected by the viewers. Okay. And the background music, that was If You Could Read My Mind, and it turned into a big hit. Was it a surprise for you that it was such a big thing in Germany? Yes, it was fantastic. It was a big surprise. And let's get back into the current time. You're in Dortmund here, and I think you'll be playing live a couple of days in Dortmund. Yes, we play in a very nice place called Theater Klause until Saturday, tonight and tomorrow and on Saturday. Ich will da nochmal darauf hinweisen, etwas später nochmal genau die Daten. Ja, er sagt also, wer sie live sehen will, die Gruppe, soll heute Abend in die Theaterklause hier in Dortmund kommen. Heute, morgen und übermorgen ist Papa'O, die Gruppe dort, live zu sehen. Und jetzt wollen wir hier noch einen Titel im Studio hören. You're Gonna Play Us a Song Again Now. See you in a little while. Der nächste Song, den wir jetzt hören werden, ist ja, so ein kleiner Krimi, glaube ich. Murder in Music City. Und ich bin mal neugierig, wie dieser Titel sich anhört. Hier ist Papa'O, Murder in Music City. Well, it's murder in Music City, even though the ladies there are very pretty. So if you just can't get a hit, you might as well quit and go back home again. They say that Nashville is supposed to be such a friendly little town, but I can tell you what it's like. That city sure as hell can bring you down. Reality in Music City isn't like the songs you used to know. The broken hearts of music business wouldn't fit into a country show. Well, it's murder in Music City, even though the ladies there are very pretty. So if you just can't get a hit, you might as well quit and go back home again. They come from every state and city, hopeful with their hats and old guitars. By day they hustle songs they written, nights they hang around some crummy bars. Behind those well-known smiling faces and behind that grand old opera grin, there's endless sleepless nights and sorrows and whiskey mixed with beers and tears and gin. Well, it's murder in Music City, even though the ladies there are very pretty. So if you just can't get a hit, you might as well quit and go back home again. Well, it's murder in Music City, even though the ladies there are very pretty. So if you just can't get a hit, you might as well quit and go back home again. Well, it's murder in Music City, even though the ladies there are very pretty. So if you just can't get a hit, you might as well quit and go back home again. Well, if you just can't get a hit, might as well quit and go back home again. Ja, der Mord in Music City. Music City ist natürlich Nashville, Tennessee. Und wenn das keine Country-Musik ist, ich weiß nicht, was dann noch Country sein soll. Komme ich mal zum Stefan Ericsson. Hi, hi. Yeah, hi, hi. How do you like it here? I love it in Germany, I really do. That's good. You're in Germany more often to play music? Yeah, every now and again. Just let me see how long you've been with the Spotnicks, or when did you become a member of the Spotnicks? I joined the group the first time in May '82, and for the past 2 years or something, on a regular basis. Also 1982 ist zum ersten Mal Mitglied der Spotnicks geworden und seit 2 Jahren ist so regelmäßig mit der Gruppe unterwegs. You said the first time you became a member, that means you've done something else, you played in some other groups in between. Oh yeah, we make lots of music with Bob and his production company, and so we really played all the time, as Bob said earlier. And you've been playing under different names also. I've got a couple of records, Picking Truckers is one of the names that I remember. Yeah, that's special formation of the studio people in Bob's studio. Also hat auch schon bei anderen Gruppen gespielt und in der Zwischenzeit wird auch schon mal unter anderem Namen eine Gruppe geformt, meistens so für Studioarbeiten. Bob, mit dem wir vorhin gesprochen haben, hat eine Produktionsfirma, da werden so Aufträge ausgeführt für verschiedene Plattenfirmen und da gibt es dann immer auch schon mal andere Namen. Das machen übrigens auch ganz prominente Sänger, die dann unter Pseudonymen für andere Produktionen arbeiten. How's that in a studio? Is it much of a difference between working in a studio for a production or being live? What's more fun? Oh, live is absolutely more fun because you get to see lovely places like we've been here in Germany this time, and all the lovely people you meet. You know, what can you ask for? It's spitze. Spitze. Leider haben wir hier im Studio in der Regel ganz wenig Publikum, deswegen fehlt auch der Beifall. Ich habe ihn mal gefragt, was ihm mehr Spaß macht, im Studio zu arbeiten oder live zu spielen. Und er sagt, live ist natürlich viel mehr Spaß. Da trifft man viele nette Leute, da hat man die Reaktion spontan und deswegen macht es da einfach mehr Freude. This album that we're talking about, where the songs are all on that you're playing here today, when was that produced? It's been produced under some time, so well, quite some time really. You didn't go into a studio to produce this album. It's a collection of material over a certain period of time. No, it's you know, it's from. You better ask Bob because he's got the real answers because it's from quite some time anyway. Okay, also es ist nicht so, wie ich angenommen habe, dass man mehrere Titel zusammengestellt hat, die dann im Studio irgendwann mal aufgenommen worden sind, sondern man hat schon konzentriert daran gearbeitet und Bob weiß da die Details besser drüber. Ich schleiche mich mal jetzt wieder ein bisschen aus dem Bild, denn wir wollen natürlich mehr Musik hören von Daddy-O. Ich schaue mal auf mein Manuskript. Der nächste Titel, den wir hören, auch von der CD, von der alle Titel heute in der Sendung sind, der heißt There I Go Again. That after just one night with you, my friend, a lonesome rover. And every night I miss somebody lying next to me. Lord, when will I be free? There I go again. Sometimes I just lose my game. And I know that after just one night with you, my friend, there I go again. There I go again. Yeah, there I go again. There I go again, da geht er wieder hin. Sie sind noch hier bei uns im Studio. Sie, das sind die schwedische Gruppe Papa'O. Und ich gehe jetzt mal hier zur Stilgitarre. Arne Österlind an der Stilgitarre. You've got one of the better jobs in the group. You can sit all the time. Yes, it's when you get high up in your age, you became like this. Ein bisschen Spaß muss sein. Also ich habe ihm gesagt, er hat wohl einen der besten Jobs in der Gruppe. Er kann die ganze Zeit natürlich sitzen und er fing den Ball auf, spielt ihn weiter und sagt, wenn man natürlich schon in so ein gewisses Alter kommt, dann sitzt man auch schon mal ganz gerne. Arne, the steel guitar, is that still a strange instrument with the audience when you go out and play live, or is it more familiar now with them? It's more familiar now than it was for, I say, 15 years ago. But they are curious, of course, what it is. Hey, what's this? How function this? You have to step on that. You have to take that. Hey. Also das Instrument ist doch inzwischen etwas populärer geworden beim Publikum, aber immer noch wird gefragt, naja, wie funktioniert das komische Ding? Wo tritt man da drauf? Wo muss man dran ziehen? Wie kommt der Sound zustande? Also die Stilgitarre erregt immer noch doch so eine gewisse Aufmerksamkeit. When I go back in time to the Spotnicks, in the beginning there was no steel guitar in the, playing with the band. No, they were 18 years old. Wieder. Neither that. Schön die Sache. Also am Anfang gab es keine Stilgitarre bei den Spotnicks, weil die Jungs doch alle 18 waren, da brauchte doch keiner sitzen, da ging es also noch etwas wilder zu. Wunderbar. When did you join the Spotnicks? I was joined the Spotnicks 1980, in summer 1980, I can say. We did a large tour here in Germany. Also für eine große Tournee in Deutschland im Sommer 1980 hat er sich der Gruppe angeschlossen und ist seitdem auch dabei. And I think when I watch you here and see you, you've always got a lot of fun playing. Oh yes, it's fun to play. Otherwise you can quit. And that's what the audience likes. Yes, it's. I think it's when they see you're enjoying playing, you give them that joy, you know, and they just snap it up and be happy. I think. Also sie haben immer sehr viel Spaß, sie können es auch vermitteln, das ist das Schöne dabei, und das Publikum mag das und dann geht die Gruppe auch immer noch mehr aus sich raus. Wer sie live sehen will, ich werde die Daten, wie gesagt, versprochen, die gebe ich gleich nochmal durch, 4-mal insgesamt an 4 Tagen. Mir wird es jetzt doch ein bisschen unbequem, I've got some age also, so it's not comfortable. Yeah, 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 and it's an MSA, which is one of the better instruments, I think. This? Yes, yes, it is. You've ever met Maurice Anderson, who has the company? Here? The company here? No, that's in Dallas, Texas. Dallas, Texas. Yeah, yeah. No. I've never been to Dallas, Texas. I've never been to United States. I've been there 2 hours. It's in Anchorage. In Anchorage, Alaska. Yes. We've had Maurice Anderson in Cologne here in Germany a couple of years ago, and some of the folks might have seen him on television. Did you have Dallas in the TV show in Sweden on TV? Oh, yes, yes, for 6 years. Whenever they had music on the South Fork Ranch, it was Maurice Anderson and his little band playing there. Okay, das war so ein kleiner Ausflug in die Steel-Gitarre-Geschichte. Das ist ein Instrument von der Firma MSA, von Maurice Anderson. Das ist der Mann, der dieses Instrument gebaut hat, ein bekannter Steel-Gitarrist. Den konnte man auch in Deutschland in der Fernsehserie Dallas sehen. Sehen und hören werden wir jetzt wieder Papa'O mit einem weiteren Titel von der CD, und der heißt ganz schlicht und ergreifend Warum, 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 Why, Why, Why. Hey pretty baby, come and dance with me. I'm in love. My body is hot. Ooh, I want to squeeze you a lot. You are the queen of the night, and I hope you hold me tight. The moon is full, and so am I. Ooh, I think I'll die. Why, why? Can't you tell me how you feel? 'Cause you have a heart I want to steal. Why? Da sind wir wieder. Jetzt gehe ich mal ganz rüber zum Ove Lindell. Der steht von mir am weitesten weg. Ich schleiche mich mal hier durchs Bild. Ove, hello, welcome to our show again. Thank you. Thank you. We saw so far that most of the guys in the group do sing on the show and on records. Yeah. I think that gives you more of a variety. Variety? I mean, it's better that you have more than one guy to sing a song than... Of course. We're doing a lot of vocals, and that's the point with Papa'O. It doesn't only make only instrumentals. Ja, da kommen wir natürlich zu dem Punkt, den wir unbedingt ansprechen müssen, wenn wir Sie schon hier im Studio haben. Bisher haben Sie nur gesungen, wir werden gleich einen Instrumentaltitel hören. Und Papa'O ist eigentlich eine Gruppe, die mehr den Gesang pflegt, als es die Spotnicks getan haben, denn da waren doch die meisten der großen Hits waren Instrumentaltitel. You just mentioned that's the big difference between Papa'O and the Spotnicks. The Spotnicks' most famous songs were all instrumentals. Yeah, the most of them, yeah, yeah. But they still have some from Bob. Yeah. That is also very popular. Yeah, and I think the Spotnicks, they stand for a very special sound, a very special instrumental sound. Isn't that different to create that sound again and again all the time? Well, you always get better things to do it with, so, well, I think we have found the sound again, so to say, and we still keep it in that way. Es ist also schon wirklich eine Leistung, über so viele Jahre immer den gleichen Sound beibehalten zu können. speziell dann, wenn die Gruppe sich personell immer wieder mal verändern muss. Wir haben aber heute nicht die Spotnicks hier, sondern Papa'O, und wir haben gehört, dass alle schon mal bei den Spotnicks gespielt haben und jetzt wieder dabei spielen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum treten sie dann nicht als Spotnicks hier auf? I don't know if you understood what I said in German. The question is, when you've all been or still are with the Spotnicks, why don't you play as the Spotnicks here? Yeah, that's the question. Who should answer that one, guys? Well, I think it's a matter of who has the name and so on. I mean, Bo still is there, but we don't know what he's doing today and what we want to play, and we do it as the Papa'O group. Weil es ist ein bisschen vielleicht unfair, diese Frage hier zu stellen. Ich hätte sie eigentlich dem Bo Winberg stellen müssen, der ist aber nicht hier. Ganz einfach erklärt, viele werden es vielleicht nicht wissen, es gibt da natürlich auch rechtliche Vorschriften, rechtliche Bestimmungen, die man beachten muss. Und der Name Spotnicks ist sowas wie ein eingetragenes Warenzeichen. Das kann man nicht hier und da verwenden. Ich nehme an, Bo Winberg ist derjenige, der die Rechte an dem Titel hat, und da er nicht dabei ist, kann man eben auch nicht als Spotnicks auftreten. Tut der Musik aber überhaupt keinen Abbruch. Die Jungs kommen auch ohne Bo Winberg ganz gut zurecht hier. Das werden sie heute Abend wieder zeigen. Jetzt werden endlich mal die Daten bekannt gegeben, damit ich... Und ich muss mal meinen Zettel umdrehen, habe ich mir alles aufgeschrieben. Also heute am 18., am 19. und am 20. hier in Dortmund in der Hövelstraße im Theaterstadel, jeweils ab 21 Uhr Papa'O live. Und dann am 21.08. in Lüdenscheid im Schützenheim, Hohe Steinert, da schon mittags um 12 Uhr. Da ist nämlich ein Rock'n'Roll Frühschoppen. Also, ich nehme an, alle werden da hinkommen und die Jungs live sehen. Wir wollen jetzt noch einen Titel von der Gruppe hier hören. Ich glaube, ich rede ein bisschen viel, deswegen wollen wir ein bisschen viel Musik jetzt machen. Wie versprochen, ich gehe wieder rüber. Thanks a lot. Ein Instrumentaltitel, und ich schaue mal, der hat einen ganz schönen Namen bekommen, Let's Sing Our Song, also lasst uns unser Lied singen, und das ausgerechnet ist doch noch ein Instrumental. Hier ist Papa'O. deutlich die Stilgitarre im Vordergrund bei dem Titel. Und jetzt gehe ich mal zum fünften Musiker, aber nicht dem fünften Rad am Wagen. Die sitzen meist im Hintergrund, die Schlagzeuger nämlich, sehr wichtig für den Sound. Und ich muss hier aufpassen, dass ich mir nicht selber Fußangeln lege. Ja, Mats Bengtsson am Schlagzeug. The drummer most of the time is the one in the background, and you have to make a lot of noise to be recognized by the audience, right? Yeah, I try to. Also wir haben ihn hier gut ins Bild gebracht. Er sitzt nicht so im Hintergrund, wie es so oft der Fall ist auf der Bühne. Er versucht natürlich dann mit viel Instrumentarium sich hier ein bisschen bemerkbar zu machen. How long are you with the group, with Papa'O or the Spotnicks? I started with in 1997 in Spotnicks. Yeah. And what have you been doing before in other groups or? Some in Swedish dance band and rock groups and. That's what a lot of musicians do. You know, marsh music. Mm. That's what we got here a lot too. Yeah, I know that. I love it. Yeah. Mm? And Apfelstrudel. Also Apfelstrudel, fangen wir mit dem letzten Mal an. Das mag er gerne, genauso wie die Umpapa-Musik, die er so ein bisschen gemacht hat. Seit 87 ist er bei den Spotnicks. Und die anderen biegen sich hier schon vor Lachen. Ich weiß nicht, ob alles so stimmt, was ich hier zu hören bekomme, aber zumindest ist es lustig. Er hat, bevor er dann bei der Gruppe hier mitgemacht hat, natürlich auch andere Musik gemacht, schwedische Tanzmusik, also in schwedischen Gruppen und auch so ein bisschen Rockmusik, ein bisschen von jedem etwas. Und irgendwann findet man dann so seine Heimat. Er hat sie dann hier bei Papa'O gefunden. Mats, in Sweden, where do you play there most of the time? Is it festival type music, or is it rock and roll revivals, or dance? Nowadays it's most with these guys and Umpapa. Sometimes, though. Yeah, it's these guys who's the most. But when you come to Germany, you don't play Umpapa. No. Then we play, Papa'O songs. Papa'O songs, yeah. We will talk a little bit about that later on. I'll let you beat your drums again now. And we've got another song coming on now. Also, darf jetzt wieder an sein geliebtes Schlagzeug, aber kein Umpapa hier jetzt machen, sondern ganz bestimmt Country Music und einen auch sehr berühmten, sehr bekannten Titel, den hat Don Gibson geschrieben, da hat er auch einen großen Hit mitgehabt. Wir haben jetzt hier die Version von Papa'O von Oh Lonesome Me. zu mir genau die Musik, die das Publikum hören will, wenn man die Gruppe live erlebt. Ich gehe mal wieder hier rüber zu den schwitzenden Jungs, zu unserem Bob. Bob, this was always a favorite, is that with the audience, Oh Lonesome Me. Most of the music that we heard from you here today is happy, it's a faster type music. Is that what you play mostly, or do you also have some of the ballads on stage? Yes, we have, of course, up-tempo is a great tempo for the audience because we get them to dance, you know, and we got a big party together, you know. But of course, we have to cool it down sometimes, and then we play some real nice by Ove here instrumental songs, yes. Also Sie haben natürlich nicht nur diese etwas flottere Musik, zu der man gut tanzen kann, und die meisten Live-Veranstaltungen sind halt Veranstaltungen, wo man gerne tanzt, und da sind die flotteren Sachen immer ganz gut geeignet, aber hin und wieder muss man auch das Tempo ein bisschen rausnehmen, die Stimmung runter, und dann werden schöne, langsame Instrumentaltitel gespielt. Do you write a lot of your own material also? Well, I must say that the capacity in this group is fantastic. Everyone writes songs, and well, have during the past years write the songs, and we have some of them on the CDs. Hopefully, we'll do something new on a new CD with some new songs, you know. Also in der Gruppe steckt jede Menge Talent drin. Alle schreiben und haben auch natürlich Lieder geschrieben. Einige davon gibt es auf den CDs, eine neue wird bald produziert werden, und da hoffen Sie dann auch wieder schönes neues Material dafür dann zu haben. When you play here in Germany these next few days, what kind of audiences do you expect there? Well, surprising enough, there is a lot of young people, maybe they haven't heard how old I am. I don't know, but there are a lot of young people who like the tempos, of course, and when they hear some of the slow songs too, they love it too. And from up to, we had some people yesterday, I think they were about 60, 65, you know, and they're all clapping their hands on the table, you know. And that's proof that your music is timeless. Well, I cannot, I'm not the one to judge that, but from the connections and the communications with the audience, it's the live part of it is beautiful. It's great to play, you know, in this place. Okay, we're going to hear another song from you, and I'll translate while I go back over there. Also, das Publikum setzt sich aus allen Altersschichten eigentlich zusammen. Gestern war ich überrascht, dass da viele junge Leute im Publikum waren, und es sind auch Ältere da, die dann richtig schön mitgehen. Das spornt die Musiker dann auch so schön an. Jetzt wollen wir aber noch mal was hören. Ein Titel von Papa'O. Ich hoffe, in der Technik ist man bereit, jetzt ihn zu spielen. Der Song heißt Love on the Road. Son, love on the road, love on the run. It's sure it's playing poker and it's good clean fun. I'm from Atlanta, Georgia. I'm a tracking Romeo, and all those women I pick up, they just hate to see me go. I love those fancy ladies who want to give and give. So if you want me back my job, this is the way. right, but they got to be female wearing jeans that hug them tight. I get them in my cab, moving nice and slow, but it's up to them to tell me how far they wanna go. Typischer Sound von Papa'O und so ein bisschen den Schweiß wegputzen, dann reden wir noch eine Runde. Das war jetzt ein Titel, der von der Gruppe selbst geschrieben ist. Jetzt kommen wir zu einem alten. The next song is one of the traditionals by the legendary Hank Williams. I think it's Hey Good Looking, we can tell it already. This is a standard, you know, that's an evergreen that you can play, I think, in decades to come. What do you think of the current situation in country music in America? Well, I think the development from Hank Williams' version of the Hey Good Looking up to the country music today, I love it because it's a great tempo and it's good musicians and it's good songs and good lyrics. I love it. Also er mag da auch die Entwicklung, die die Musik genommen hat. Man kann natürlich nicht auf dem Stand von 1953 stehen bleiben, das geht immer weiter und ihm gefällt das, was sich auch in Amerika tut. Da gibt es großartige Musiker, großartige Songs vor allen Dingen, denn ohne Songs wären Musiker brotlos. These days there's a lot of new artists coming. It's a lot easier than when you started. To break a new artist, a new face, a new voice. They do the videos and they have it on television the next day all over the country and everybody knows what the guy looks like. How much do you like that video stuff? Well, if you are talking about the special channels for the country music, I think that's a great videos. I don't want to say anything bad about the MTV, but MTV is another kind of cuts in the videos, so I like it more when I can see a full stage and I can see everyone instead of having everyone turn around and so on. It gives me confidence to see them, you know. So I like those stations. I like MTV too sometimes, but it's a little too quick for me. Yeah, I think a lot of times on these videos the technical stuff is more important than the music. Da sind wir einer Meinung. Mir gefallen viele dieser modernen, neuen Videos auch nicht. Das hat er gerade gesagt. Er mag sie dann, wenn man die Musik sehen kann, wenn man die Musiker erkennen kann und nicht so nervös da hin und her gezerrt wird mit allen möglichen optischen und technischen Effekten. Did you ever produce a video? Not really yet. I hope. I have a company in Göteborg in Sweden that have listened to this album and I would like to do something for a video. But of course then we need to sell some records to get some money to do the video and so on. So. Also ganz einfach ausgedrückt, natürlich würde er gerne auch mal ein Video machen. Er hat in Göteborg eine eigene Firma, ein eigenes Studio. Vielleicht lässt sich realisieren, aber das ist natürlich wie alles eine Frage des Geldes. Da muss man viele Schallplatten verkaufen und viel Musik machen, viele Songs schreiben und dann kann man vielleicht auch irgendwann ein Video produzieren. But there will be more CDs, new albums in the future that you're going to produce. Yes, of course. It will be. Next year. Next year? Yes, in the spring. That will be a promise. CD. I promise. Okay, then we let you play another song. Also nächstes Jahr, das versprochen, wird es ein neues Album geben, eine neue CD. Und da freuen wir uns drauf. Die Gruppe macht wirklich schöne Musik, vor allen Dingen auch richtig gute Country-Musik. Ich glaube, ich bin noch im Scheinwerfer drin. Also, Technik aufgepasst, jetzt geht's wieder los mit Papa'O und Hey Good Looking. Ja, hey, good looking mit Papa'O. Sie sehen nicht nur gut aus, die Jungs, sie machen auch gute Musik. Und damit ist die Stunde schon wieder so gut wie rum. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Papa'O, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Thanks a lot, guys. We wish you a nice audience the next few days here and lots of success. And hope to see you back again here in the studio. Also, wir hoffen, dass ihr alle hingeht. Nochmal die Daten ganz schnell. Heute Abend, morgen und übermorgen in der Hövelstraße im Theaterstadel hier in Dortmund ab 21 Uhr. Dann am 21.08. in Lüdenscheid, Schützenheim, Hohe Steinatz, 12 Uhr, Rock'n'Roll Frühschoppen mit Papa'O. Anstelle noch einen weiteren Auftrittshinweis für den 3. September in Gütersloh. Da ist Marvin Rainwater zu sehen. Mehr darüber vielleicht in den nächsten Sendungen. Damit sind wir schon beim Programm Hinweis. Nächsten Mittwoch, da gibt es hier wieder eine Sendung. Mal gucken, ob es genau stimmt. Jawohl. Eine Special-Sendung mit Wild Bunch. Da wird der Roger hier sein. Roger Immich wird die Gruppe vorstellen mit ihrem neuen Album. Und dann am 14. September um 18 Uhr wieder hier Keep It Country. Dann ist dabei die National Music Company. Die stellen auch eine neue CD vor und vieles weitere Neue aus der Country Music. Damit für heute herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Mittwoch bei Roger hier mit Wild Bunch. Und jetzt zum Abschluss nochmal Papa'O mit Touch Me, einem wunderschönen Instrumental. Tschüss und bye bye.